Beschlagnahmung von Vermögenswerten. Die kassieren mein Auto? Du hast mich geghostet. Darum geht's also? Gestern Nacht dachte ich noch, ich vermisse den Facker. Ist das wahr? Buongiorno! Das ist mein Cousin. Ich schwör vor Gott, er ist mein Cousin. Er ist mein Cousin zweiten Grades. Bei dir stimmt was ganz und gar nicht. Ich bin Uber-Fahrerin und hab kein Auto. Ich verliere mein Haus. Und das hier? Brauchst du ein Auto? Date diesen Sommer unseren Sohn. Hol ihn vorm College aus seinem Schneckenhaus. Dafür gibt es einen Buick Regal. Date ist in Anführungszeichen. Ist doch ein Scherz, oder? Nein, hast du schon mal Helikoptereltern erlebt? Würde mich nicht wundern, wenn sie ihn selbst ficken. Maddie, wir machen uns solche Sorgen um unseren Sohn. Wir möchten, dass du ihn kennenlernst und nicht nur datest. Aber auch daten. Date ihn hart. Ich date ihm das Hirn raus. Er arbeitet ehrenamtlich im Tierheim. Hi, darf ich dein Ding mal anfassen? Was? Dein Hund. Wie wär's, wenn ich dich nach Hause fahre? So geht's nicht zu mir nach Hause. Ist eine Abkürzung. Was hast du denn da unten? Warum? Du wolltest mich kidnappen! Du bist 19, werd erwachsen! Wie läuft's mit dem Kleinen? Wir gehen heute Abend aus. Er bekommt einen Long Island Iced Tea. Darf ich überhaupt hier sein? Du kannst nicht vor allem Schiss haben. Das ist der ekligste Eistee, den ich je hatte. Okay, one thing about me, I'm the baddest alive. Bis jetzt ist der Junge unfickbar. Vielleicht ist er nur nervös. Locker ihn doch einfach auf. Gehen wir nackt baden. Was ist mit den Haien? Gibt keine. Und Quallen? Falsche Jahreszeit. Der Mangel an Rettungsschwimmern macht mich. Beweg jetzt sofort deinen Arsch hier rein. Okay. Das Beste am Älterwerden ist, dass einem scheißegal ist, was die Leute denken. Oh Gott, mach, dass du wegkommst. Du gehörst hier nicht her. Fass mich nicht an. Bleib weg von ihr. Beruhige dich. Oh, Busch. Oh, fuck.